Hier sind wir jetzt bei Wild Audio. Zakk Wylde ist natürlich schon seit 80er, 90er im Begriff Black Label Society. Hat natürlich auch einen eigenen Gitarrengeschmack, sieht man. Hat jetzt eine eigene Marke am Start, Wild Audio. Und hat sich, das sind im Prinzip seine Modelle, die sind nach seinen Vorgaben designt und werden von Schecter gebaut. Das liegt daran, Zakk Wylde hat sich einfach einen kompetenten Gitarrenpartner gesucht, die das Know-how und die Ressourcen haben, einfach echt gute Gitarren zu bauen. Ja, und so kommen die Modelle zustande. Wir haben die Odin. Das ist wohl die klassische Les Paul-Form, wie Zakk Wylde schon seit Jahren spielt, in dem coolen Bullseye-Finish. Es ist Blackout Bullseye, diesmal in schwarz, in mattschwarz und glänzend schwarz gehalten. Ganz typisch für Zakk, die großen Block-Inlays dürfen natürlich nicht fehlen. Und ein etwas dickerer, aber immer noch schön zu bespielender Ahornhals. Auch in der Serie natürlich eine V, die Viking. Schwarz-weiß, Pinstripe, kennt man von Zakk Wylde. EMG-Tonabnehmer rein. Auch wieder der fette Ahornhals, matt lackiert, wird also nicht klebrig, auch wenn man die mal länger in der Hand hat. Und wenn es noch etwas ausgefallener sein darf, haben wir hier auch noch die Warhammer. In Kombination aus den, ja, ich sag mal so, mit den bekanntesten Gitarrenmodellen, die es gibt, oben SG, unten Flying V, ist auf jeden Fall ein Hingucker. Im Finish, Gangrene Pelham heißt das gute Ding. Hat sonst genau die gleichen Specs wie die Odin und die Viking auch. Wieder der Ahornhals. Macht sich auf jeder Bühne, glaube ich, ganz gut.